Hallihallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns zusammen Eternal Edge angucken. Ist ein Indie-RPG und ja, gab es kostenlos vom Entwickler. Ich merke gerade, der Sound ist ein bisschen laut, da muss man so runterregeln. Was einem direkt beim Anfang im Menü schon ausfällt, es gibt nur ein paar Spracheinspielungen. Grafik und Audio gibt es alles nicht, vielleicht dann aber im Spiel, aber da müssen wir erstmal mit reinschauen. Das Spiel kostet auf Steam aktuell 12 Euro, so um die 12 Euro, also 12,50 und ist aktuell auch reduziert auf 8 Euro. Und von den Bildern sah es ganz niedlich aus und vielleicht kann es ja ein bisschen was. Ja, es ist wieder Sommer. Da bin ich ohne Cam am Start, denn es ist einfach zu warm und da trägt man nicht so viel Kleidung. He had the ability to instill peace into the noble's kingdom. But at the moment of decision, the noble betrayed Cross and all his life, choosing power over the compassion of his people and luxury. The land turned to darkness. Ja, Story. Überspringen wir mal. Ui, als mit der Maus steuert man die Kamera. Das sieht gar nicht schlecht aus. Bewegung ist auch okay, Steuerung also. Kann man mit leben, nur die Maus. Oder besser gesagt, die Kamera mit der Maus ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Tja, ich soll mit A. Ich benutze aber keinen Controller. Guck mal, ob wir irgendeine Taste finden, die funktioniert. Ah, C. Geschenk für mich. Also keine Vertonung, viel Text, aber so ist es bei Indie-RPGs. Abstellen.
hinschmeißen. Ja, das hat mich schon. Ein Schlüssel. So, guck mal, Inventar oder sowas. Ah ja, hier gibt's Einstellungen. Hat so einen leichten Zelda-Touch. Macht es auf jeden Fall noch interessanter. Die Maussteuerung, die Kamera, die habe ich jetzt ein bisschen verlangsamt. Jetzt könnte es gehen. Ich fahre jetzt nur mit 25% meiner Mausgeschwindigkeit. Naja, kann das auch nehmen. Ne. Identische Gegenstände kombiniert werden. Naja, dann kann man das verbessern, das Schwert, auch nicht schlecht. Wie kommt man jetzt wieder raus? Hier das Lager aufschlagen, na klar. Okay, es gibt auch Crafting. Warten wir bis zum Morgen. Okay, da sind überall viele hohe Leuchtdingers. Da kann man bestimmt was sammeln, interagieren oder da gibt es irgendwas. Okay. Eine weitere Quest. Gibt's eine Karte? Naja. So. Also einfach geradeaus, da ist dann das gelbe Ding.
Asche schultern. Zack. Ja. Ja, auf jeden Fall ein echt schickes kleines RPG. Wenn man so auf die frühen Anfänge von Zelda steht, in einer Grafik, die ein bisschen moderner gehalten ist, sollte sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Kostet ja auch, wie gesagt, nicht viel. Man muss halt Fan sein von Texten lesen. Ich bin ja mehr so der Zuhörer. Oh, da ist was Schwereres. Was ist meine HP? Wo sehe ich meine HP? Links oben ist auf jeden Fall mein Level. Ja. Ach, ging ja. Sah fieser aus, als er ist. Oh, da war eine Kiste. Okay. Ja, da brauchen wir schon eine Spitzhacke. Kann man das schieben? Schieben geht nicht, ziehen geht gleich. Ja. Also ein bisschen Gerätsel hier. Nicht schlecht. Aber wahrscheinlich bringt das jetzt noch nichts. Brauchst du dich immer hinter Ads verstecken, so feige. Und wir haben das drauf, oder nicht? Bin ziemlich gleich tot. Sind wir jetzt zurück im Lager oder? Nee. Das ist der Speicherpunkt, wo wir zuletzt hier waren. Also wir haben jetzt nicht das Zeug behalten können, was wir eingesammelt haben, bevor wir gestorben sind. Schwimmen kann. Oh ja, er kann sogar schwimmen. Wahnsinn. Das ist beeindruckend. Wie viele Spiele gibt es, wo man da halt einfach mal nicht schwimmen kann. Dringer Lebenstrank. Okay. Da sind wir auf jeden Fall schon mal besser gerüstet. Pro
probieren wir noch ein bisschen rum und wie gesagt, kleiner Preis, nettes Indie-RPG, kann man sich definitiv mal anschauen, vor allem wer auf sowas steht, wie gesagt, Zelda-Fans und so. Ah, gibt hier so ein Schnell-Travel-Ding. Aber wir haben es erstmal freigeschaltet. Brauchen wahrscheinlich ein zweites. Ja, Travel Around the World, habe ich verstanden. Ja, dann sage ich für die Review erstmal, das war's. Ich denke, es hat euch einen kleinen Eindruck mal vermittelt. Falls ihr es nicht auf dem Schirm habt, schaut mal rein. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao.